Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie Europa sich aufstellt in einer Welt, in der dramatisch die Unsicherheit gestiegen ist, im wirtschaftlichen Bereich als Folge der Einbrüche nach der Corona-Krise, in der Sicherheitspolitik, im Süden, im Osten, im Nahen Osten unseres Kontinents. Das ist eine der großen Fragen dieses Sommers. Diese Sendung kommt aus der Redaktionsgebäude, aus dem Redaktionsgebäude und dem Sitzungssaal der Wiener Wochenzeitung Falter. Und ich freue mich, dass zwei der Top-Experten in Sachen Europa mit Erfahrung, mit Engagement bei uns zu Gast sind. Aus Luxemburg ist Außenminister Jean Asselborn gekommen. Guten Tag. Guten Tag. Und ich freue mich, dass der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer da ist. Hallo. Hallo. Herr Asselborn, Sie sind seit 15 Jahren Außenminister. Gibt es eigentlich einen Außenminister, der länger im Dienst ist als Sie? Aber jetzt muss ich Sie ein wenig verbessern. 16 Jahre fast. Ach, Wahnsinn. So, und es ist so, dass ich, muss man sich vorstellen, seit 2010 der Dienstälteste in der Europäischen Union bin. Weltweit, wenn Sie das auch noch wissen wollen, bin ich Nummer 5. Der erste ist der Außenminister aus dem Oman. Der zweite ist der Außenminister aus Turkmenistan. Der dritte ist der Außenminister aus Russland. Und der vierte ist der Außenminister aus Aserbaidschan. Und dann kommt Luxemburg. Also ich muss noch ein wenig dabei bleiben. Wir haben jetzt etwas gelernt, aber Herr Asselborn ist nicht nur Chefdiplomat, sondern auch, ist auch jemand, der immer sehr, sehr direkt Probleme anspricht. Wenn Sie jetzt auf diese Welt blicken und auf die Situation in Europa, was ist der zentrale Punkt aus Ihrer Sicht, wo man diesen Sommer etwas zusammenbringen muss, damit Europa in dieser instabilen Welt bestehen kann? Also ich glaube, das ist ganz einfach, die Frage zu beantworten. Wir müssen jetzt natürlich die sanitäre Frage beim Covid müssen wir zusammen bewältigen. Aber dann müssen wir schauen, dass wir ab Herbst aus diesem Loch herauskommen. Um herauszukommen, brauchen wir Mittel, viele Milliarden. Und wenn es mir nachgehen würde, würde ich alle Anstrengungen machen, dass wir bis zu den Sommerferien dieses Paket, was ja vorgeschlagen wurde von der Kommission, dass das steht und dass wir dann diskutieren, selbstverständlich, über die Hauptsache, nämlich all die Milliarden, was machen wir damit, wie bringen wir Europa voran damit, wie bringen wir die Länder, die in Schwierigkeiten sind, voran, wie haben wir es mit der Rechtsstaatlichkeit, wenn so viele Milliarden fließen und dann natürlich ja, es gibt in Europa keine Nordstaaten und keine Südstaaten und keine Zentralstaaten. Es gibt ein Europa und daran müssen wir uns messen lassen, ob wir das hinkriegen. Heinz Fischer, stellt sich die österreichische Regierung hier an den Rand der europäischen Solidarität mit diesem Zögern, mit diesem Widerstand gegen die Pläne, die auch von Deutschland und Frankreich ja sehr gepusht werden, 750 Milliarden, um die Wirtschaft in Europa zu retten? Ja, ich würde mir zumindest wünschen, dass die österreichische Regierung und Österreich als Ganzes mehr im Zentrum steht, wobei das Zentrum für mich dort ist, wo der europäische Gedanke hochgehalten wird, wo das Prinzip der Solidarität ernst genommen wird und wo man sich bewusst ist, wie schädlich ein egoistischer Nationalismus ist. Wir können nicht brauchen, dass nationale Egoismen mehr Gewicht auf die europäische Waagschale bringen als jene Prinzipien, die bei der Geburt Europas und der europäischen Idee Pate gestanden sind. Und das heißt Rücksichtnahme aufeinander, Solidarität, Grundwerte und ein gemeinsames Ziel, nämlich Europa als eine politische Kategorie zu sehen. Und da gibt es momentan schon leider gewisse Defizite. Ebenfalls gekommen ist Margareta Kopeinik. Hallo, Margareta. Hallo. Kopeinik, Journalistin, Buchautorin. Sie hat eine politische Biografie über Jean Asselborn geschrieben. Und das ist der Anlass, warum Jean Asselborn nach Wien gekommen ist, um dieses Buch zu präsentieren. Jetzt ist ja Luxemburg nicht gerade eine Großmacht, aber der luxemburgische Außenminister hat in Europa
sehr viel zu reden. Man hört ihn, wenn er etwas sagt, dann wird das eigentlich wahrgenommen, weit über die Dimensionen des Großherzogtums, für das er spricht, hinaus. Wie macht er das? Ja, Luxemburg ist natürlich kein sehr großes Land, aber es ist eine Großmacht im europäischen Sinne, eine Großmacht des europäischen Bewusstseins. Und was schon bemerkenswert ist, auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten, Luxemburg bildet in der Europäischen Union immer eine Art von Avantgarde, inhaltlicher Avantgarde. Es sagt sehr klar, was der europäische Weg ist. Und natürlich ist der europäische Weg sehr oft nur in Form eines Kompromisses zu bestreiten und zu beschreiten. Und das macht, glaube ich, Luxemburg in verschiedenen Fragen immer in sehr bemerkenswerter Form. Eva Konzett ist ebenfalls gekommen, Falter-Redakteurin, die viele Reportagen und Analysen über die Situation in Europa verfasst hat. Ich möchte Jean Asselborn, um weiterzukommen, fragen, wie Sie die österreichische Position einschätzen. Sie haben in der Zeit im Bild 2 gesagt, dass Österreich bremst mit anderen im Rahmen der sparsamen 4 oder geizigen 4, wie das die Niederländer sagen, das sei nicht wirklich eine europäische Position. Das ist doch eine sehr starke Aussage. Warum sind Sie so hart mit den Österreichern? Nein, ich bin hart in der Sache, weil ich glaube, wir dürfen keine Zeit verlieren mit Integrity-Debatten. Wir sind in einer Situation, wo Deutschland endlich über seinen Schatten gesprungen ist, mit Frankreich diesen Vorschlag gemacht hat. Die Kommission hat den Vorschlag noch verstärkt. Er liegt auf dem Tisch. Das brauchen wir. Wir brauchen das in Europa, um, wie ich gesagt habe, aus diesem Loch herauszukommen. Und wenn wir jetzt diskutieren, dass man den Menschen in Europa sagt oder in Österreich sagt, dass das alles genügen würde mit Krediten und dass die Kredite sollen in 2 Jahren zurückgezahlt sein, dann, glaube ich, sagt man nicht die Wahrheit. Und in dieser Frage ist man nicht ganz konform zum europäischen Geist, wenn man anfängt, mit Sparpolitik den Menschen zu erklären, was jetzt geschehen muss. Wissen Sie... Aber der Sebastian Kurz sagt, er ist ein überzeugter Europäer. Trotzdem bezieht er diese Position. Ja, also ich kontestiere das nicht. Sie haben mich gefragt in der Sache der Finanzierung jetzt, um aus der Covid-Krise herauszukommen. Ist das nicht ganz aus meiner Ansicht super europäisch und auch nicht dem europäischen Gedanken wird das gerecht, sonst wären ja alle auf dieser Schiene, wenn alle so denken würden. Es sind ja aber nur eine kleine Zahl von Ländern, die so denken. Und ich hoffe wirklich, dass auch Österreich einsieht, dass dieser Verein von diesen 4, sagen wir mal, eine gewisse Prekarität seit seiner Geburt hat. Und wenn das so ist, dann ist das eine Debatte, die selbstverständlich geführt werden muss. Aber sie darf nicht so geführt werden, dass alles verzögert wird. Ich habe das auch gehört aus verschiedenen Ländern, ich glaube auch von hier, dass man gut Zeit hätte, das zu machen im Herbst. Nein, das hat man nicht. Man muss jetzt den Menschen in Italien und in Spanien und in Frankreich und vieler anderer Orts sagen, die Europäische Union gibt sich Instrumente, ist bereit, um das zu tun, was sie tun muss, nämlich zu schauen, dass es keine Millionen Arbeitslose gibt im Süden von Europa. Eva Konzett, als journalistische Beobachterin, wie stark ist das in der Zwischenzeit bei Türkis, beim Bundeskanzler, dass er mehr als EU-Skeptiker auftritt, als jemand, der in Wirklichkeit in der Führungsetage der EU sitzt und dort mitentscheidet? Also ich gebe dem Herrn Asselborn recht, dass das Tempo drückt tatsächlich, diese Hilfen müssen schnell kommen. Es hat jetzt Österreich zu diesem EU-Aufbaufonds einmal eine Haltung formuliert. Sie sagen, wir wollen nur Kredite, wir wollen auf gar keinen Fall Zuschüsse für die Mitgliedsländer. Inwiefern das antieuropäisch ist oder EU-skeptisch, glaube ich, wird sich herausstellen. Nämlich, das ist jetzt einmal die Haltung, mit der man in diese Verhandlungen hineingeht beim nächsten Gipfel am 17. Juli. Und es wäre jetzt noch nicht
antiautoritär, was soll ich sagen, antieuropäisch, wenn man das einfach als Verhandlungstaktik verwendet, wenn man in diese Verhandlungen hineingeht und sagt, wir fühlen jetzt auch als sparsame Vier möglicherweise ein Vakuum, das der Brexit hinterlassen hat, weil Großbritannien gegangen ist. Großbritannien ist kein Mitglied mehr. Großbritannien war immer der Garant gegen eine ever closer Union. Mit Großbritannien noch in der EU hätte es diesen Wiederaufbaufonds in dieser jetzigen Form nie gegeben. Großbritannien ist weg. Deutschland ist umgeschwenkt. Angela Merkel, aus verschiedenen Gründen, hoffentlich kommen wir später noch dazu, ist jetzt für diesen Plan. Gut, also dieses Gewicht ist weg und Kurz und die Niederlande und die sparsamen Vier sagen jetzt, wir müssen da rein. Wenn Sie das als Verhandlungstaktik verwenden, um ein Gegengewicht gegen die, einfach um ein Gegengewicht dran zu hängen, dann ist das legitim, dann ist es auch noch nicht antieuropäisch. Antieuropäisch wird es, wenn es zum billigen Pfand gemacht wird, und antieuropäisch wird es vor allem, wenn es als innenpolitisches Werkzeug verwendet wird, um Stimmung in Österreich zu machen, weil es halt so einfach geht, gegen die EU zu sein. Margareta Kopeiny. Also mir fällt in der Haltung des österreichischen Bundeskanzlers also ein Widerspruch auf. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass er am Beginn der Corona-Krise angetreten ist mit dem Satz und mit der Devise, koste es, was es wolle. Warum wird dieser Satz, koste es, was es wolle, nicht auf die gesamte Europäische Union angewandt? Was jetzt sehr angebracht wäre, und Zeithistoriker warnen auch vor den Folgen, der Herr Außenminister hat es gesagt, steigende Arbeitslosigkeit, steigende Armut, jeder Tag, wo es keine Entscheidung gibt über diesen europäischen Wiederaufbaufonds, verstärkt die Krise. Also wir wissen alle, wie wichtig der Satz war des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, whatever it takes. Und damit hat er die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise und den Euro gerettet und den Rausschmiss Griechenlands aus dem Euro und den griechischen Bankrott auch vermieden. Herr Fischer, hat man in Wien die Dramatik der Krise, in der Europa jetzt steckt, nicht richtig erfasst? Wenn man glaubt, man kann da taktieren Verhandlungsspielchen spielen? Ich fürchte, man ist sich sehr wohl über das Ausmaß dieses Problems bewusst. Aber was eben so schwer in der Waagschale liegt, ist ein neues Betonen nationaler Egoismen. Und natürlich war die Koalition, die gebildet wurde von Kurz mit Strache, also die ÖVP-Freiheitliche Koalition, hatte eine Schlagseite in dieser Richtung. Und ich habe sehr gehofft, dass durch das Ausscheiden der Freiheitlichen aus der Regierung sich da die Dinge korrigieren werden und zum Besseren entwickeln werden und dass man da wirklich wieder in eine gleichgewichtige Position kommen kann. Bisher ist es leider so, dass diese außenpolitische Linie von der jetzigen Regierung, die eine ÖVP-grüne Regierung ist, kaum anders verläuft als zur Zeit, wo noch die Freiheitlichen in der Regierung waren. Das gilt für dieses Europathema, das gilt für das Flüchtlingsthema, das gilt für den Migrationspakt. Und ich hoffe, dass man noch rechtzeitig genug erkennt, wie wenig dieses Thema für Taktik und für Stimmen Kalkulationen geeignet ist und wie sehr es hier um eine Kernfrage der Zukunft Europas geht. Herr Asselborn, ein heißes außenpolitisches Thema ist diesen Sommer die Situation im Nahen Osten. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu möchte die Annexion des Westjordanlandes vorantreiben. Donald Trump, die amerikanische Regierung, ist dafür. Die Europäer sind dagegen, sagen, das ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar, aber wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Sie haben in einem Interview die Annexionspläne mit der Annexion der Krim durch Russland verglichen. Auf die Annexion der Krim hat es dann Sanktionen gegeben. Wie soll Europa, wenn diese Annexionspläne durchgesetzt werden, reagieren? Wie hart soll Europa, muss Europa reagieren aus Ihrer Sicht? Als ich den Satz gehört habe von Pompeo, letzten Herbst, dass eigentlich die Kolonien nicht gegen internationales Recht verstoßen würden. Die jüdischen Siedlungen. Es wohnen inzwischen seit 600.000 Menschen, jüdische Menschen in
Westjordanland und in Ost-Berlin, in Ost-Jerusalem, pardon. Als ich den Satz gehört habe, habe ich einen Brief geschrieben an Borrell. Und ich habe ihm gesagt, Chefdiplomaten der EU, wenn das geschieht, wenn das die Logik jetzt ist der Amerikaner, dann müssen wir uns zusammensetzen und schauen, wenn hier etwas geschieht in diese Richtung, eine Annexion oder de facto das, das was de facto jetzt besteht in den Siedlungen de jure durch Annexion, gut geschrieben wird, wie reagieren wir dann darauf? Wir sollten dann eine Debatte haben im März, das wurde verlegt wegen Corona, und wir hatten die Debatte im Mai. Im Mai, ich hatte mit dem irischen Außenminister Simon Coveney ein wenig gearbeitet und wir haben gesagt, kann die Linie der Europäischen Union nicht die sein, dass man sagt, jede Annexion, egal wo sie ist, ist immer gegen internationales Recht, denn das ist ein Diebstahl. Das Zweite, was ich gesagt habe, wenn das geschieht, dann ist die Zwei-Staaten-Lösung vom Tisch. So, und was mich sehr gewundert hat damals, 25 Länder von 27 waren auf dieser Linie. Es waren zwei Länder nicht auf dieser Linie, unter anderem Ungarn und noch ein anderes Land. So, und, Österreich das, hat auch sehr gebremst, oder? Österreich auch, ja, die zwei. So, und aber trotzdem 25 von 27, das war schon ein großer Erfolg. Jetzt sind wir ja in den Hypothesen. Wo wir hier reden jetzt zusammen, ist ja noch nichts geschehen. Und das ist der 1. Juli. Es könnte ja sein, dass effektiv noch eine Diskussion in der Koalition ist, zwischen Gantz und Netanyahu. Es kann sein, dass die Palästinenser haben gesagt, wir sind jeden Moment bereit zu verhandeln. Dann wäre das Ganze schon, glaube ich, im Fluss. Aber wir dürfen nicht naiv sein. Es kann sein, dass auch in den nächsten Tagen, nächsten Wochen etwas in diese Richtung geschieht. Jedenfalls hat Europa es fertiggebracht, die Europäische Union zu sagen, wir akzeptieren keine Changements, keine Änderungen in den Grenzen von 67. Das haben wir gesagt. Ich habe gesagt, gut, ich glaube, das ist mein Recht, dass Annexion, egal wo sie geschieht, ob auf der Krim oder im Westjordanland, etwas ist, was gegen das internationale Recht verstößt und dass Europa nicht einfach dann zuschauen kann. So, jetzt müssen wir abwarten, was ist. Wir haben in dieser Zeit, meine Wenigkeit, uns in Israel eingebracht. Ich habe im israelischen Fernsehen war, ich war in israelischen Zeitungen, ich habe meine Meinung gesagt. Ohne von Sanktionen zu reden. Denn wir wissen, dass Sanktionen wird es nicht einstimmig geben und man braucht Einstimmigkeit in der Europäischen Union. Was mein Gedanke eher ist, und da sind andere Länder auch auf dieser Schiene, dass man, wenn das geschehen würde oder auch in dieser Debatte jetzt, nachdenkt an eine Anerkennung, formelle Anerkennung eines palästinensischen Staates. Wäre ein diplomatischer Schritt, der in der Realität nicht wahnsinnig viel bedeutet. Ja, aber der wäre schon politisch, glaube ich, wichtig. Das würde heißen, dass dieser Teilungsplan von 47, ne, wo Palästina eingeteilt wurde in Israel und das andere Land von Palästina sollte für die Araber sein, für die Palästinenser, dass man dem auch konkret, aber trotzdem den Palästinensern sagt, ihr habt auch Recht, in unserer Meinung habt ihr Recht auf einen Staat. Es sind ja über 130 Länder, die schon das gemacht haben in der UNO, Mitgliedsländer. In der Europäischen Union sind auch viele Länder, die das machten, aber das war 1988, als die Mauer noch stand. Es ist nur Malta und Schweden, die danach anerkannt haben. Ich glaube, dass die Anerkennung eine politische Geste wäre, die nicht gegen Israel gerichtet ist. Das stimmt. Aber die würde nach außen zeigen, dass der Wille der internationalen Gemeinschaft auch in Europa da ist, um den palästinensischen Volk zu sagen, wir lassen euch nicht allein. Ihr habt genau wie jedes andere Volk der Welt Recht auf ihren Staat. Und dieser Staat, glaube ich, der palästinensische Staat ist auch die einzige Garantie, die Israel auf lange Zeit hat, damit Frieden in dieser Region geschieht. Einen letzten Satz. Ich weiß, dass wir in einem neuen Film sind. Als ich anfing, gab es das Problem Iran nicht in der Schärfe, wie es heute ist. Wir haben 13 Jahre daran gewerkt, um diesen JCPOA fertigzubringen. Der ist kaputtgeschlagen worden von der Administration Trump. Das hat das Ganze im Nahen Osten durcheinandergebracht. Und heute ist auch in vielen arabischen Ländern der Iran-Konflikt viel wichtiger als eben
eines Das könnte sich natürlich ändern, wenn es tatsächlich zu dieser Annexion kommt. Herr Fischer, wie verhängnisvoll ist das, wenn sich die israelische Regierung in Richtung Annexion bewegt, was der Premierminister Netanyahu ganz klar will? Und er hat auch die Möglichkeit geschaffen durch diesen Koalitionspakt. Ich meine, ein gewisser Karl Marx hat einmal gesagt, ein Volk, das ein anderes unterdrückt, ist selbst nicht frei. Das geht doch dann voll in diese Richtung. Also Netanyahu offensichtlich macht auch eine ausschließlich egoistische Politik, und zwar egoistisch im doppelten Sinn, für seine Person und für das, was er glaubt, dass im Interesse von Israel ist. Ich bin nicht sicher, ob die Sanktionen gegen Russland der Weisheit letzter Schluss waren, und ich bin ebenso nicht sicher, ob man mit Sanktionen auf diesem Gebiet im Nahen Osten, im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, wirklich etwas erreichen kann. Aber wichtig ist, dass die europäische Gemeinschaft demonstriert, dass sie zum Völkerrecht steht, zu den Resolutionen der Vereinten Nationen steht und an einer Lösung interessiert ist, die in der Lage ist, friedliche Tendenzen voranzubringen und nicht die Konfrontation immer weiter zuzuspitzen. Ich bin wahnsinnig enttäuscht, dass die USA unter der Führung von Trump, wo ursprünglich angekündigt wird, ein interessanter Friedensplan wird erarbeitet und man hat sich Zeit genommen, um an einen interessanten Plan zu arbeiten, und herausgekommen ist null, nämlich null Interessantes. Herausgekommen ist eine ganz banale Bevorzugung der einseitigen israelischen Interessen ohne Rücksichtnahme auf längerfristige Folgewirkungen und ohne Rücksichtnahme auf die übrige Welt. Denn Europa ist in großer Mehrheit der Meinung, dass es so nicht gehen soll. In den Vereinten Nationen ist es in noch größerer Mehrheit. Und daher könnte man nur sagen, alles tun, um den Israelis mit vernünftigen Mitteln und voraussichtlich eher ohne Sanktionen zu zeigen, das ist eine Sackgasse, in die sie sich da begeben. Iva Konzett, wie sehr ist die Führung der österreichischen Regierung, auch der Bundeskanzler, jetzt mit Netanyahu politisch verbunden? Es gibt viele Kontakte, er betont das auch immer wieder. Österreich hat zur Staatsräson die Solidarität mit Israel gemacht, aber gleichzeitig heißt das ja nicht, dass man einen verhängnisvollen Schritt der israelischen Regierung wegschaut, dass man da wegschauen soll. Warum diese Schwierigkeit, Österreichs mehr zu tun, als sehr, sehr leise zu treten? Aus innenpolitischer Sicht, Sebastian Kurz hat die Nähe Österreichs zu Israel immer betont, und er betont die Nähe zum Premierminister Netanyahu. Die Nähe zu Israel ist der Vergangenheit geschuldet, die steht auch völlig außer Zweifel. Die Nähe zum Premierminister ist eine durchaus private. Also die beiden Männer, die verstehen sich sehr gut. Sie haben sich, glaube ich, kennengelernt. Es gibt zwei Versionen. Die eine ist, als Sebastian Kurz junger Außenminister war. Es war kurz die Frage bei der Angelobung der türkis-blauen Regierung, wie der Israel sich verhalten würde. Da hat es offenbar eine Charmoffensive gegeben. Das hat auch den Israelis gut gefallen. Die Männer telefonieren, wenn der eine Wahl gewinnt, dann gratuliert ihm der andere. Kurz hat ganz oft betont, dass es ein Anruf von Benjamin Netanyahu gewesen sei, der ihm das Ausmaß der Covid-Krise überhaupt erst bewusst gemacht hat. Da haben sich zwei gefunden. Wir wissen, also wir hören aus dem Deutschen Bundestag, dass da jetzt eine Erklärung vorbereitet werden soll, die im Falle einer Annexion diese als Völkerrecht widrig bezeichnet, von CDU und SPD. Solche Worte wird man aus Österreich nicht hören. Man muss aber betonen, die Position des Außenministeriums ist auch ganz klar und weicht da von der EU-Position nicht ab. Aber ich glaube, das ist nicht nur das Resultat einer Männerfreundschaft zwischen Kurz und Netanyahu, sondern als Kurz die Koalition mit Strache gemacht hat, mit Strache eine Regierung gebildet hat, Strache bei jeder Gelegenheit gelobt hat, und da hat kein Blatt Papier zwischen den Bundeskanzler
Kurz und den Vizekanzler Strache gepasst. Da war ein Gegengewicht notwendig. Da war sich der österreichische Bundeskanzler bewusst, er kommt da durch die große Gemeinsamkeit mit der FPÖ in eine Schieflage. Und das Gegengewicht war dann eine Freundschafts- und Charmoffensive gegenüber Israel und der israelischen Außenpolitik und Siedlungspolitik. Und ich glaube, wenn der Premierminister nicht Netanyahu hieße, sondern einen anderen Namen hätte, hätte es genau die gleiche Charmoffensive. Margareta Kopeinik, der Außenminister Asselborn, ist ja jemand, der hier viel deutlicher spricht als andere Außenminister in Europa. Lässt sich das aus seiner politischen Biografie, die Sie verfasst haben, die Sie geschrieben haben, erklären, dieses Engagement? Ich glaube, das hängt wirklich mit seinem politischen Werdegang zusammen, mit seiner politischen Karriere, insgesamt auch mit seiner Biografie. Es ist einfach auch seine Art, Dinge zu benennen, so wie sie sind, sehr klar, ohne Umwege. Das hat ihm, glaube ich, sehr viel Sympathie im eigenen Land gebracht. Also nach wie vor hat Jean Asselborn, wenn ich die luxemburgischen Medien verfolge, die höchsten Umfragewerte und Imagewerte im Land. Und im europäischen Kontext ist es einfach so, dass er oft, zum Beispiel auch in der Migrationsfrage, eine Art Korrektiv ist. Ja, und von journalistischer Sicht kann ich nur sagen, dass wir bei allen Ministerräten immer auf Jean Asselborn gewartet haben, weil er einfach Tacheles redet, weil er das auf den Punkt gebracht hat, weil er auch die Konfliktlinien innerhalb des Rates oder und innerhalb der Europäischen Union der Mitgliedsländer klar benannt hat und dadurch natürlich auch eine Form von Orientierung gegeben hat. Und darum feiern wir ja auch den Jean Asselborn und befragen ihn hier. Und wenn wir jetzt Persönlichkeiten und Politiker wie Netanyahu sehen. Ist das ein Typus von Politikern, der übereinstimmt mit dem, den man sieht mit Trump, den man sieht mit Orban, den man sieht mit nationalistisch autoritären Politikern, die irgendwie letztlich gefährlich sind aus Ihrer Sicht? Ich glaube, Sie sind auf einer Spur, die nicht ganz falsch ist. Ich will nur sagen, ein Wort noch. Man darf natürlich bei Israel, das habe ich nie gemacht und würde mir nie anfallen, dass man Antisemitismus und Kritik an der Regierung Netanyahu, dass man das verwechselt. Das wird bewusst von manchen gemacht, die keine Kritik an Netanyahu sich wünschen. Ich glaube, dass wir in einer... Ja, also Kritik an Netanyahu ist nicht antisemitisch automatisch. Nein, überhaupt nicht. Wird er demonstriert in Jerusalem heute gegen Netanyahu. Was hier steht, ist nicht gegen Italien. Das war gegen Salvini. So, also jetzt Ihre Frage. Ja, das ist schon etwas, was uns wirklich Sorgen macht. Alle, die Demokraten sind, alle, die an die Demokratie glauben, dass es, ich glaube, seit 2016 hier eine Verstärkung gibt auf der Ebene von Politikern, wie Sie sie genannt haben. Ich glaube, dass 2016 riskiert, in die Geschichte einzugehen mit Brexit, 23. Juni 2016, mit der Wahl von Herrn Trump im November 2016, wo ein Schock gegen das, was man internationale Zusammenarbeit, internationales Recht und auch Multilateralismus nennt. Ich glaube, dass die Ursache des Brexits wirklich verständlich ist, wenn man das analysiert, aber das Resultat müsste ja sein, dass man in Europa, nicht nur in der Europäischen Union, zusammenstehen müsste gegen all das, was in der Welt sich produziert. Und Herr Trump hat eine Theorie, das muss man klar sehen, das ist eine Theorie, wo er sagt, kein Multilateralismus, sondern Patriotismus. Und Patriotismus ist ein sehr gefährliches Wort. Es kann guten Patriotismus geben, aber es gibt sehr oft schlechten Patriotismus. Und was das ist, hat auch Heinz Fischer, glaube ich, in seinen Büchern und alle, die ein wenig versuchen, was war in den 1930er Jahren,
was in Europa da ans Gären kommen kann. Und darum sage ich Ihnen, Herr Löw, also das muss einen schon Sorgen machen, dass führende Persönlichkeiten in der Welt von heute sich distanzieren. Wissen Sie, heute wird in der Demokratischen Partei versucht, was könnte geschehen, wenn Präsident Trump die Wahl nicht akzeptieren würde. Welche Mittel haben wir, dagegen vorzugehen? Das muss man sich mal vorstellen im 21. Jahrhundert. Es ist ein Ausmaß der Destabilisierung der liberalen Demokratie, wie man sich das nicht vorstellen hätte können, noch vor wenigen Jahren. Wir wollen im Falter-Podcast gleich noch über die Situation der Flüchtlinge sprechen und über Kinder, die aus griechischen Flüchtlingslagern nach Luxemburg und in andere europäische Staaten gebracht wurden. Ein Schritt, zu dem sich die österreichische Bundesregierung ja nicht einschließen konnte. Aber zuerst muss ich mich von den Zuseherinnen und Zusehern auf W24 verabschieden. Danke für Ihr Interesse.